Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Some Far Cry 3, in dem endlich eroberten Stützpunkt hier. Hör mal auf zu kriechen, Jason. Was ist da los? Tiefste Gangart habe ich nicht befohlen. Aha. Richtig aufgeräumt hier. Zwei Parts lang. Verdammte Hacke. Das war so peinlich. Aber diesmal... Heute wird alles besser, das verspreche ich euch. Ja. Verkaufi. Ist hier nicht. Ich könnte eigentlich mal wieder feststellen, ob ich irgendwas bauen kann aus Fellen hier. Aus Leder und so. Was haben wir hier? Waffen. Wahrscheinlich das LMG. Ja. Die PKM. Ist ein leichtes Maschinengewehr. Oh, sorry. Aus Russland. Wahrscheinlich hast du es schon auf Fotos von grimmigen Rebellen, Aufständischen und Bodybuildern in Hochglanzmagazinen gesehen. Diese Waffe ist groß, mächtig, zuverlässig und schwer zu übersehen. Das ist sehr schön. Aber ich möchte hier basteln. Wo ist das? Herstellung. Waffengurt gibt's nicht. Brieftaschen gibt's auch nicht. Wieso kann ich hier nichts bauen? Warum? Munitionsbeutel habe ich schon alle? Ansonsten nicht? Woran mangelt's denn? Spezialpfeile kann ich sogar bauen. Was? Nein. Ich habe einen Sprengpfeil aus einer Granate gemacht. Okay, ja, mache ich das mal. Und Brandpfeile aus Molotow. Keine schlechte Idee. So. Aber ich will auch Taschen bauen. Vielleicht mal einen größeren Beuterucksack. Dingofell. Wie was? Dingofell. Ja. Wo sind die Dingos? Keine Ahnung. Aber das interessiert uns nicht. Denn immerhin haben wir, da steht's doch, vier Slots noch frei. Ach so, liebe Güte. Muss reichen. Vielleicht ein paar andere Waffen auswählen. Was haben wir momentan hier? Das LMG. Das schaffe ich schon. Die Raketen und das Snipergewehr. Ja, ist doch völlig in Ordnung. Oder steigen wir wieder auf die MP um? Ja. Nee, Quatsch. MP, wie hieß denn das, was ich hier hatte? Sturmgewehr, genau. Mach keinen Scheiß. Sturmgewehr hieß das. Die STG hatten wir die ganze Zeit. Die haben wir weggelegt für den Flammenwerfer. Ja, ich erinnere mich. Deswegen wird die jetzt wieder ausgerüstet. Da stecken wir mal das LMG weg. Ist zwar schön zu haben, so. Aber... ich kämpfe doch lieber mit Waffen. Mit denen ich schon Erfahrung habe. Die ich gut handeln kann und so. So. Und die nicht so lange zum Nachladen brauchen. Ganz, ganz wichtig. Ihr misst Schweine, genau. Halt die Luft an. Wo ist jetzt unser nächstes Ziel hier eigentlich? Lass mal rausscrollen. Da oben. Ja. Kann ich schnell reisen zum Funkturm? Nein, natürlich nicht. Schrotflintenherausforderung. Ist mir alles völlig lax. Ich glaube, ich werde dann mal hier zum Strand fahren. Und am Strand da hochfahren. Und was wäre dazu besser geeignet als dieser Buggy hier? Dieses Quad. Das ist schön schnell, schön klein, schön wendig. Jo. Eieieiei. Quietsch. Oh, oh. Klippe. U-Turn und so. Handbremse gab es hier auch irgendwo, stimmt. Aber ich wollte es gerade nicht übertreiben. Plumps. Nein. Oh, da wäre ich fast wieder unten gelegen. Man soll nicht mit km/h 100 plus über Steine fahren. Wisst ihr Bescheid. Oh, Brücke. So. Ah, jetzt bin ich auf der Strandstraße hier, siehst du.
Einmal die Promenade abfahren. Oh, das wäre gerade fast wieder ein Stein gewesen. Und ich hoffe, dass da vorne sind keine Piraten. Sonst hätte ich ein Problem. Sonst fahre ich da gerade munter auf die zu. Nein, das sind meine Freunde. Boah, mit einem MG oben auf dem... oben auf dem Dach. Wo wollt ihr denn hin, Junge? Mach mal Platz hier. Oder lass mich mitfahren noch besser. Lass mich mitfahren. Ich will der Schütze sein. Was bremst du denn? Mann, Sonntagsfahrer hier. Lass mal den schnellen hier nach vorne. So. Gleich bin ich da, habe ich das Gefühl. Aber da vorne haben wir wieder die Rothemden. Die schalte ich mal kurz aus, die Patrouille. Klatsch. Wir kämpfen bis zum Sieg. Hey. Dieser kleine Irre. Wollt der mich wieder hier... ich nehme mal kurz euer Fahrzeug, ne? Das hat eine Kanone oben auf dem Dach. Das gefällt mir sehr. So. C fürs Geschütz. Alles klar. Merke ich mir. Nö. Miep, miep. 500, 400 Meter. Huch. Stopp. Ich will ans Geschütz. Ich will ans Geschütz. Mann. Nein. 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 Was ist da los? Wieso kann ich... Warum habe ich nicht ans Geschütz gewechselt? Was ist da denn los? Taste klemmt? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich sollte das vorher testen. Bevor ich da reinfahre. Ja, ja. Wo bin ich jetzt? Am Funkturm. Ach, leck mich doch mal. Ja, hier unten. Ihr wollt mich verarschen. Nein, wollt ihr wahrscheinlich nicht. Ja. Toll, toll, toll. Dankeschön. Dankeschön, dass mich das so viel Zeit kostet hier. Eine Fail-Compilation brauche ich gar nicht machen. Ich fail auch so schon genug. Mann, 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 Mann. Ihr ahnt es nicht. Ihr ahnt es nicht. So. Ich glaube, ich werde mich jetzt einfach mal von den Hauptstraßen fernhalten und querfeldein fahren. Zumindest soweit es mir möglich ist. Und vor allen Dingen, stopp! Beim Aussteigen zu einer vernünftigen Waffe wechseln. So, hier habe ich das Sturmgewehr, die STG. Das ist gut, die will ich auch haben und nicht dieses komische Sniper da, sonst hätte ich ihm ja gleich was ins Gesicht spucken können. So, mach rauf den Hügel. Oder auch nicht. Ein bisschen mehr Anlauf braucht es da wohl. So. Oje. Da hätten mich fast die nächsten Piraten erwischt, ja? Nix dafür, nix dafür. Was haben wir hier? Für ein komisches Lager? Bin ich schon da? Nein, natürlich nicht. Das ist irgendwas... Keine Ahnung. Ruin. Schieß mich tot. Whatever. Werde ich mit mir merken. Und werde da später nochmal zu hin zurückkehren. Dankeschön. Wir haben es nur noch 200 Meter, 215 Meter. Den Rest gehe ich zu Fuß hier. Bevor es hier wieder rund geht. Und ich durch irgendwas überfallen werde. Angefallen werde. Kaputt gemacht werde. Nein.
Das will ich mir nicht mehr geben. So. Wir wollen doch weiterkommen. Ja. Willis, ich bin in Barristown. Da ist ein Schuppen mit Blick auf den Teich. Von da aus siehst du das Zentrum. Nicht erwischen lassen. Okay. Heute darf nicht bemerken. Heute darf dich nicht bemerken. Zieh keinerlei Aufmerksamkeit auf dich. Das ist doch die Top-Aufgabe für mich, oder? Ist mir bisher auch so gut gelungen. So. Aber wenn wir schon mal so eine Hütte hier haben, wo wir einen Blick auf dieses Dörfchen da unten haben. Ach, da steht ein Heli. Guck mal an. Mal schauen, was wir da erst spotten können. So wie es aussieht, erstmal nichts. Doch, eins, zwei... Ach, guck. Die haben da wohl Geiseln. Ja, was bleibt mir anderes übrig, als die Seilrutsche zu nehmen? Oder? Oder? Ich probier's einfach mal. Ich meine, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. La 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 la. So. Ich hoffe, hier bin ich richtig. Heute ist hier. Warte, bis er weg ist. Sonst macht er Hähnchen süß-sauer aus seinen Freunden. Ich will, dass euch klar ist, dass jeder, der diesen Wilden draußen im Dschungel hilft, endet wie unsere Freunde hier. Ist das bei euch angekommen? Du, lauf! Mhm. Siehst du den roten Streifen? Bitte vom Innenfeld? Viel Spaß, Jungs! Unser Mann, du musst ihn da rausholen. Bist du krank? Er hat das Transportverzeichnis, das dich zu Oliver Caswell führen wird. Ist sicher verschlüsselt, aber ich mach's, wenn du ein Foto schickst. Was? Scheiße, Olli. Ich muss den Kerl retten. Okay. Bevor Rongo getötet wird. Ach du Scheiße. Okay, Jason, dann mal los. Klatsch. Klatsch. So. Sichere das Gebiet, bevor Rongo getötet wird. Habe ich geschafft, ja. Und jetzt muss ich Rongo retten, wie es aussieht. Ich hätte dafür aber gerne ein bisschen mehr Deckung. Ich soll ja unbemerkt bleiben. Deswegen möchte ich ungern über dieses Reisfeld da stapfen. Vor allen Dingen, weil da ja Minen waren, ja. Das ist vermint, die Grütze. Was ist da los? Ihr haltet mich doch nicht für so bescheuert, da jetzt raufzulaufen. Nee, 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 nee. Aber wir haben ja Zeit. Hoffe ich zumindest. Ich sehe hier erstmal niemand mehr. Ja. Da hockt der Typ. Das ist schön. Oh oh. Ich hab's... Nein! Ich hab's piepen gehört! Habt ihr das piepen gehört? Wenn das mal keine Mine war. Scheiße. Ich will hier nicht in Minen treten. Das ist sehr ungesund. Aber wie komme ich denn hin zu ihm? Hier vielleicht? Oh oh. Oh oh. Da liegt sie. Wo liegt sie hier? Okay, wenigstens sieht man die. Oh oh. Oh oh. Mine. Mine, Mine, Mine. Ich bin da.
helfe dir. Agent Willis Huntley bat mich, dich rauszuholen. Er meint, du kannst mir helfen, einen meiner Freunde zu finden. Sag mir jetzt erst, wo Oliver ist. Nein, ich muss vorher zum Dorf. Ich sag es dir dann dort. Mhm. Fluch doch mal. Okay, mir nach. Wir müssen das Feld überqueren. Ach du Scheiße. Wir müssen das Dorf erreichen. Ja. Folge mir. Klatsch. Ich weiß, wo die Minen sind. Was? Nein! Dankeschön. Ihr Idioten. Oder du Idiot. Wieso läufst du auch vor? Ja. Puh. So. Wir müssen das Dorf erreichen. Lass dich nicht anschießen. Folge mir. Ich weiß, wo die Minen sind. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, oh. Wo denn? Da. Mein Haus ist da auf dem Hügel. Komm. So. Ja, etwas wortkarg hier. Aber ich habe einfach keinen Bock mehr zu failen. Leute. Was ist da los? Ich sehe doch gar nichts. Da brennt ja alles. Genau, da los. Den Hügel hoch. Komm. Oh oh. Ach du Jemine. Ja, ja, komm, schön. Nicht in das brennende Haus laufen, bist du denn des Wahnsinns? Ja? Ja. Shit, shit, shit. Fuck, fuck, fuck. So. Ja. Warum zielen die eigentlich alle auf mich, aber schießen nicht? So. Das erinnert echt ein bisschen hier an Predator aus dem ersten Teil hier. Das Guerilla-Camp schön abfackeln. Heidi Witzka, der Wald ist grün. Immerhin hat das diesmal überlebt. Was? Was? Jetzt sag mir nicht, das ist nicht hier, sonst... Leg mich, während ich suche. Mach schon. Finde die Dokumente nicht. Beschäftige sie. Was? Aha, aha. Oh nee. Jetzt muss ich diesen Affen auch noch beschützen. So. Ich suche noch. Sie haben alles auf den Kopf gestellt. Ja. Das ist mir doch egal. Dann stell dich auf den Kopf. Was denn? Der wollte hier Kamikaze machen. Der kleine Schmierhahn. Alle meine Sachen. So ein Chaos. Oh oh. Beschütz mich. Oh oh. Ich suche noch. Schrotflinten-Yogi. Nein. Klatsch, klatsch, klatsch. Oh je, keine Moon mehr. Ihr verarscht mich. Oh oh. Klatsch. Ich,
Ja. Peng. Peng. Hey, komm her. Okay, okay. Alles gut. Puh. Das war ja knapp. Mein Bruder. Ich bin nicht dein Bruder. Ich hab das Transportverzeichnis. Mach ein Foto, schnell. Endlich. Ich fotografiere das mal für Willis. Ja. Ja. Mach. Mach. Und jetzt? Willis, hast du das Bild? Diesen Code kann ja ein Neandertaler lesen. Entschlüsselte Koordinaten gesendet. Oliver ist auf der alten Straße. Gut, bin unterwegs. Okay. Minen? Minen? Nein! Man soll damit nicht kegeln. Fange den Konvoi mit Oliver ab. Ja, das tun wir. Aber nicht mehr jetzt. Sondern im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Some Far Cry 3. Die Fail-Quote hat sich zumindest verringert. Diesen Part sind wir nur noch einmal gestorben. Ich hoffe, das bleibt eine abfallende Kurve. Ja, aber wir werden es ja sehen. Als nächstes ist nämlich Oliver dran, den es zu retten gilt. Und das machen wir auch. Aber sowas von. Gut, ich melde mich aus dem Kreis und sage Tschüss und auf Wiedersehen.